Satz und Sieg. Und somit stehen Sie im Endspiel heute Abend um 20.30 Uhr im Spiel um Platz 3. Gabriel Kiffling, Adrian Heinrich. Und im großen Finale der Applaus für Philipp Gabatulla, Mirko Gerson. So, wir machen nochmal gemeinsam die Hände nach vorne, Bernd, auf geht's. Hier die beiden Finalisten. Und los geht's. Clap your hands. So, ich habe jetzt neben mir noch die strahlenden Sieger von dem ersten Halbfinale. Philipp, ihr seid Titelverteidiger hier in Bern, jetzt momentan noch auf Kurs. Wie bist du zufrieden mit dem Auftritt hier an der Schweizer 2015? Ja, sehr cool. 3 Spiele, 3x2 und gewonnen. Ich denke, Mission Titelverteidigung ist immer ein bisschen schwerer als das erste Mal gewinnen. Aber ja, bis jetzt läuft es gut. Wir haben sicher noch so ein bisschen unsere Hochs und Tiefs. Aber am Schluss haben wir es jetzt immer richten und jetzt für das Finale legen wir noch einen drauf und dann hoffentlich klappt das. Mirko, du bist nicht weit weg von hier aufgewachsen im Welp. Wie ist es, so in deinem Heimturnier hier auf dem Bundesplatz zu spielen? Ja, für mich ist das immer sehr speziell. Ich habe 10 Kilometer von hier aufgewachsen, Bundesplatz. Ja, meine Heimatstadt und es ist sehr speziell, vor allem Freunde, Familie hier zu spielen und das beste Beachvolleyball zu zeigen. Und dementsprechend bin ich auch unterstützt und ja, ein grosses Merci an alle Fans. Fans, ein gutes Stichwort. Und zwar ist noch der Philipp Gabatulla aktueller Schweizer Meister. Wer weiß, was heute Abend passiert. Aber noch draußen beim Swiss Milk Stand, beim Autogramm gegeben, so in 40 Minuten. Wir lassen dich duschen. Zuerst aber. Ja! Ja! Spiel, Satz und Sieg, meine Damen und Herren. Und somit stehen Sie im grossen Endspiel heute Abend. Um 20.30 Uhr. Ein tolles Halbfinale. Im Spiel um Platz 3 sind wir Alexei, Strassert, Nico, Bela. Und wir gratulieren recht herzlich den beiden Jungs in Gelb. Einzug ins Finale geschafft heute Abend 20.30 Uhr. Marco Krattiger, Sebastian Chevalier. So, selbstverständlich werden wir noch Ziege hören. Seba Chevalier, Marco Krattiger, ein brutales, enges Spiel gewesen. Aber was ist schlussendlich gelegen, dass ihr 15-13 gewonnen habt und nicht verloren habt, Seba? Ja, ich glaube, Selbstvertrauen stimmt seit 2-3 Wochen. Wir haben in Skopje schon ein paar enge Spiele. Gestern gegen Gabo und Adi knapp. Heute gegen Jonas und Mats nochmal sehr knapp. Und heute hat es nochmal gelungen. Und ich glaube, wir glauben fest, dass wir das können und wir zeigen es, wir haben Spass zusammen und schlussendlich hat den Unterschied gemacht. Ihr seid ein Team von knappen Entscheidungen, Seba hat es gesagt hier, der SM. Wie knapp soll es denn werden im Finale gegen Gaba und Mirko? Ja, ein knappes Spiel ist immer cool, wenn man es gewinnt. Also von mir aus kann es schon knapp werden, ich will einfach gewinnen. Gut, klare Aussage, Marco Krattiger, Seba Chevalier im Finale von heute 8:30 gegen Philipp und Mirko.